Einen wunderschönen guten Morgen, liebe YouTuber-Fans da draußen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und zwar geht es heute um Gladiator Beast. Nämlich haben die im Livestream vor kurzem Support angekündigt bekommen. Und ich entschuldige mich schon mal für meine Stimme und ein bisschen, wie mein Gesicht aussieht. Ist nicht zu machen. Ich bin krank und ja, Fieber, komplett Grippe, alles weg und Nase schnuppig und alles. Aber naja, das überwinden wir auch, ne? Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Wir wollen in die Karten reinhüpfen, dann will ich wie immer zeigen, welche Karten ihr jetzt euch ranholen solltet, wenn ihr das Deck denn spielen wollt. Und dann hüpfen wir nochmal so in so eine Basic-Kombo rein, wie wir das jetzt so spielen könnten. Und zwar haben wir hier einmal als erstes die Karte Testbier. Ich bin froh, dass sie nicht diesen Namen hier genommen haben, das wäre ein bisschen komisch. Und zwar haben wir hier ein Erdbeast-Monster. Übrigens, die ganzen Support-Karten sind fast nur Erdbeast. Wert aber wichtig für Rettungskatze, kommen wir später nochmal zu. Hat die Werte 900 und 600 und sagt aus, wenn wir ein Gladiator-Beast-Monster kontrollieren, das vom Deck oder Extra-Deck beschworen wurde, dann dürfen wir diese Karte von der Hand specialen. Ja, das ist schon mal gut. Und dann den zweiten Effekt: Wir können die Karte tributieren und dann ein Gladiator-Beast-Monster vom Hand oder Face-Up 4. Wir dürfen auch von der Hand reinmischen. Und dann dürfen wir zwei aus dem Deck specialen. Leute, wenn das keine Ash ist, dann ist komplett Feierabend. Super stronge Karte, mega nice. Aber jetzt kommt die krasseste Karte. Also, als ich die gelesen habe, dachte ich so, jetzt kann das Deck wirklich Meta werden. Gladial Beast Gister oder Gladiator Beast Magister, so. Level 3 Earth Beast Monster. Auch wir, hier haben wir wieder ein Earth Beast Monster und vor allen Dingen Stufe 3, wichtig. Hat die Werte 1200 und 2000. Und sagt aus, wir können diese Karte und ein Gladiator Beast Monster in unserer Hand den Gegner vorzeigen und dann dürfen wir beide specialen. Das ist so insane, weil er ein Gladiator Beast ist, kommen die Monster auch durch einen Gladiator Beast Effekt. Das heißt, die nachfolgenden Effekte von allen möglichen Karten würden hier an der Stelle triggern. Zum Beispiel sein Effekt, wenn die Karte gespecialt wird durch ein Gladiator Beast Monster, dann dürfen wir uns eine Gladiator Spell Trap suchen. Super nice. Einfach sehr gut. Dann hat es den klassischen Effekt, wenn Gladiator Beast, wer es nicht kennt, die Mechanik des Decks ist, wenn wir mit einem Gladiator Beast angegriffen haben, dürfen wir ihn am Ende der Battle Phase wieder reinmischen und einen anderen aus dem Deck beschwören. Das kennt ihr hier auch. Das heißt, aus dem Deck beschwören wird hier wieder der Vordergrund werden. Die Karte ist super insane, die beiden Karten specialen aus dem Deck. Leider, bei denen triggert es auch hier, das zählt als Gladiator Beast Monster Effekt. Aber die beiden Karten sind super nice, weil jetzt können wir auch unser eigentliches Going Second Potenzial Going First entfalten. Super gut. Dann kommen wir zur nächsten Karte und die ist. Holy, was haben die sich dabei gedacht? Wir haben eine Kontakt-Fusion bekommen für Gladiator Beast. Das ist schon mal wild, aber ein Level 12 Finsternis Fusion Beast Monster mit den Werten 3700 und 2600 und braucht 5 Gladiator Beast Monster. Die müssen wir aber nicht als Fusion-Material irgendwie vom Feld oder so wegballern, sondern wir können sie entweder reinschaffen vom Extra-Deck, also ins Extra-Deck wieder zurück, oder ins Deck. Und zwar vom Friedhof und Feld. Das heißt, wenn wir hier unsere ganze Standard-Kombo durchgecycelt haben, dann holen wir ihn nochmal aufs Feld. Und dann hat er noch den folgenden Effekt. Wenn der Gegner jetzt einen Monster-Effekt aktiviert, wenn unser Großer hier auf dem Feld ist, der gute Gladiator Beast Gladius oder Claudius, bin ich mir nicht sicher. Kommt darauf an, ob es unser Zug ist oder der Zug des Gegners. In unserem Zug dürfen wir ein Gladiator Beast Monster aus dem Deck specialen. Wichtig, hier ist keine Stufenlimitierung. Damit können wir richtig viel Schabernack machen. Wir können ja Augustus specialen. Wir haben auch noch andere Möglichkeiten. Kommen wir später mal zu Darius, etc. Je nachdem, wie unser Grave gefüttert ist, da gibt es unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Und wenn es die Runde des Gegners ist, dann dürfen wir ein Level 11 oder niedriger Gladiator Beast Monster vom Extra-Deck beschwören und ignorieren die Summon Condition. Das heißt, wir werden damit wahrscheinlich unseren guten Dominus rausspecialen, der absolut insane ist, weil wir hier dann noch Negate und Protection und sowas haben. Ist einfach nur wild. Und das Gute ist eben halt, die Karte hier können wir quasi for free in unser Combo runterspielen. Kommen wir, wie gesagt, später nochmal zu. Dann kommen wir zu dem Broken Link Monster, was wir uns schon ewig gewünscht haben. Ich will mich nicht beschweren über den Testpanther. Der war eine gute Karte, aber er hieß nicht Gladiator Beast und das wäre wichtig gewesen. Diese Karte heißt Gladiator Beast, nämlich haben wir. Und zwar haben wir hier Gladiator Beast Dairos. So, ich habe es jetzt dreimal falsch ausgesprochen, schneide ich raus. ATK-Werte sind 1700 und ist Link 2 Earth Beast Warrior Link Monster, also Beast Warrior, und hat die Möglichkeit auf Link Summon folgenden Effekt zu aktivieren, aber für den Rest des Zuges, also wo wir den Effekt aktiviert haben, dürfen wir keine Gladiator, also dürfen wir keine Link-Monster
Materialien mehr benutzen, außer es sind Gladiator Beast Monster. Dann dürfen wir in Level 4 oder Lower Gladiator Beast Monster von unserer Hand oder von unserem Grave Specialen. Das triggert an der Stelle wieder die Effekte, weil es ja ein Gladiator Beast Monster ist, das ist wichtig. Aber wenn der Gegner ein Monster kontrollieren sollte, also unsere Mechanik, dass wir Going Second gehen, dann dürfen wir sogar aus dem Deck beschwören. Das heißt, wir haben ein Link 2, was einfach aus dem Deck sammelt. Und das ist doch super nice, weil die Karte nur Including a Gladiator Beast Monster braucht. Das heißt, wir können generische Extender hier spielen. Absolut geil. Dann der zweite Effekt, Gladiator Beast Monster, die wir kontrollieren, können nicht durch Kampf zerstört werden in der gegnerischen Battle Phase und auch nicht durch Karteneffekte. Das ist auch nice. Nice Protection. Aber wichtig ist natürlich hier das Spam-Potenzial dieser Karte hier, um den richtigen Namen aus dem Deck zu specialen, wieder Effekte zu triggern, wieder zu loopen. Einfach nur nice. Geiler Support. Ich liebe diesen Support. Aber jetzt kommen wir zur Field Spell. Und da haben sie ein bisschen übertrieben. Die sagt einfach, hat drei Effekte. Der erste Effekt ist, wir dürfen eine Karte discarden, Gladiator Beast Monster suchen. Das ist wichtig, vor allen Dingen, weil wir dann gewisse Gladiator Beast auch im Grave dumpen können, die wir auch da haben wollen, wenn wir sie auf der Hand haben und nicht von der Hand wegbekommen. Sollte eigentlich nicht das Problem sein, aber ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und der zweite Effekt ist, wenn der Gegner einen Angriff deklariert, dann dürfen wir den Gladiator Beast Monster aus dem Deck specialen. Und er kann ja nicht zerstört werden durch Kampf. Das heißt, in jedem Fall, wenn wir mit der Field Spell irgendwie interrupted werden, das heißt, wir starten mit Activate Field Spell Effekt zum Suchen, das wird uns geashed und wir haben sonst nichts anderes außer Hand Traps, dann kann der Gegner uns trotzdem nicht umbringen, ohne vorher diese Field Spell wegzuräumen. Also er muss uns denn, um uns zu killen oder sowas, muss er diese Field Spell wegräumen, ansonsten können wir wieder aus dem Deck specialen. Dann kann das Monster nicht durch Kampf zerstört werden. Am Ende der Battle Phase shuffelt es sich wieder rein, specialt nächstes raus, das triggert dann wieder und so weiter und so fort. Absolut geisteskrank. Und in der Endphase, wenn ein Gladiator Beast Monster diese Runde vom Deck beschworen wurde, dann dürfen wir eine Gladiator Trap von unserem Deck setzen. Das ist wichtig, weil wir das jetzt konstant auch in unserem First Turn hinbekommen und deswegen haben wir die Möglichkeit, uns hier zum Beispiel den Sturmangriff der Gladiator-Ungeheuer zu suchen und zu platzieren, der natürlich nochmal extrem nice ist, weil der nochmal ordentlich Druck aufbaut und wir bis zu 4-5 Karten da spielen, zerstören können, je nachdem wie unser Feld dann aussieht. Also, Meinungen zu diesem Support. Geisteskrank, wie ihr wisst, Gladiator Beast war früher eines meiner Top 3 Lieblingsdecks, dann kam Vanquish Hold und es ist ein Platz nach hinten gerutscht. Aber absolut nice, ich freue mich riesig, diesen Support zu testen, da werden wir auf jeden Fall mal reinhalten. By the way, das Fire King Video machen wir nicht mehr, also das Snake Eyes, Azamina, Fiend Smith Deck Profile machen wir nicht mehr vom Foreign Cup, da dieses Video jetzt davor rutscht und ich will alles nicht so aufschieben und wir haben sowieso so viele Uploads, die wir rausklatschen müssen, weil ich habe so viel auf dem Schirm, was ich machen muss und machen möchte. Deswegen Centurion Deck Profile und sowas, das rutscht nicht weiter nach hinten durch dieses Video. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen kurz mal in die Karten reinhüpfen, die ihr auf jeden Fall braucht. Ganz klar, wenn wir bei Gladiator Beast sind und sowas, müssen wir natürlich über so welche Karten sprechen, wie den guten Eckrist, der meines Erachtens nach nur ein Print hat, oder zwei, zwei Prints, und die Karte ist auf jeden Fall richtig wichtig, weil ihr damit eben halt eure Karten loopen könnt. Es gibt so zwei, drei Gladiator Beasts, die müsst ihr euch auf jeden Fall ranholen, weil die alten Monster sind immer noch gut. Das Problem ist, wir haben sie nicht konstant irgendwie aus dem Deck bekommen oder durch den Gladiator Beast Monster Effekt rausgespecialt bekommen, weil wir die Option dazu nicht hatten. Die haben wir jetzt. Der wird richtig geisteskrank, den solltet ihr euch auf jeden Fall als One-Off ranholen. Genauso wie den guten Darius, ein perfektes One-Off, war schon immer so, solltet ihr euch an der Stelle auch ranholen. Aber natürlich auch den Augustus, der vielleicht sogar ein Two-Off ist und die Karte dürfte richtig teuer sein. Ich weiß, damals, wo der erste Support angekündigt wurde, die Karten hier alle rumliegen, ging die Rare-Karte 8 Euro. Schlagt da möglichst schnell zu oder wartet ab, bis der Hype verfliegt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um hier einiges reinzuholen. Genauso wie die Gladiator-Ungeheuer Artorix, aber die ist tatsächlich Common gewesen, meine ich, in dem Hauptset. Ich gucke nochmal kurz nach. Ja, sie war Common und eine Rare. Die ist wichtig, damit ihr die Namen reindampen könnt. Und wichtiger denn je ist es ja, Karten im Friedhof zu haben, damit die Karten triggern können, beziehungsweise wir unser Bossmonster rausholen können. Dann natürlich kommen wir zu den Traps, auf die ich nochmal kurz eingehen möchte. Wir haben ja die Möglichkeit, gewisse Traps rauszuplacen und das Beste ist natürlich hier unseren Gladiator-Ungeheuer Streitwagen, um noch einen Monster Negate als Countertrap zu haben. Aber natürlich auch die gute Sturmangriff der Gladiator-Ungeheuer, der quasi wie bei Ritual Beast funktioniert. Nämlich wir dürfen so viele offene Karten auf dem Spielfeld zerstören, wie wir Gladiator-Ungeheuer-Monster mit unterschiedlichen Namen kontrollieren. Problem oder das Gute an dieser Karte ist, sie ist sogar noch ein bisschen besser als die Karte von Ritual Beast, weil die nur Monster zerstört, aber wir können hier alles zerstören. Super nice.
nehmen wir mit. Und natürlich die ganzen Extra-Deck-Monster. Also ihr solltet euch auf jeden Fall einen Dominus ranholen, ihr solltet euch auf jeden Fall die beiden Link-Monster ranholen, den Test-Panther natürlich ranholen. Ich weiß gar nicht mehr, ob der OG jetzt noch gespielt wird. Ich kann mir es kaum vorstellen. Der ist wahrscheinlich richtig teuer geworden, gerade der Ultiprint, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass der jetzt noch gespielt wird. Aber hier gibt es einige gute Karten, um nur mal kurz darauf einzugehen. Was wir jetzt aber machen wollen, wir wollen in die Combo reinhüpfen. Da versuche ich mal bei Dueling Book und sowas zusammenzukriegen, damit ich euch hier eine super gute Combo präsentieren kann. Da wünsche ich euch viel Spaß bei und wir sehen uns gleich. So, meine Lieben, da sind wir auch schon beim Combo-Video und das ist so grob, wie ich mir das vorstelle. Ich zeige euch jetzt mal eine Two-Card-Combo mit den zwei Monstern und einen Discard. Wir zeigen unseren Gegner hier unsere beiden supermächtigen Gladiator Beast Monster und dürfen die jetzt beide von der Hand spezial beschwören. Da kommt einmal unser Magister und einmal unser Darius. Unser Darius könnte jetzt reborn, aber wir nutzen an der Stelle nur unseren Magister. Theoretisch wäre jeder andere Gladiator Beast hier sogar besser, weil wir unseren Magister dann irgendwie chainblocken können. Jetzt adden wir uns unsere Field Spell. Dann aktivieren wir die Field Spell und nutzen gleich hier den Effekt, um unsere restliche Handkarte zu discarden, um uns irgendein Gladiator Beast Monster zu suchen. Jetzt muss ich gerade mal selber überlegen, was hier am meisten Sinn macht. So, liebe Leute, lange Rede gar keinen Sinn. Ich habe mir jetzt mal die gute Artorix hier geaddet. Bin mir noch nicht sicher, ob das der richtige Way to go ist. Wir gehen jetzt aber mal mit unseren beiden Monstern hier in unser Link 2 rein. Und das triggert jetzt und wir dürfen uns jetzt irgendein Monster reborn. Theoretisch, wenn der Gegner jetzt was hätte, dürfen wir aus dem Deck splashen, was natürlich tausendmal besser wäre. Aber wir können hier uns an der Stelle unseren Darius specialen. Und der triggert jetzt, weil das ein Gladiator Beast Monster-Effekt gewesen ist und darf jetzt vom Grave Summon. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder unser Monster hier aus dem Friedhof rausfischen. Und das, was wir jetzt machen, ist, wir gehen in eine Link 2 Beschwörung mit unserem Gladiator Beast Darius, immer noch schwierig, und unserem anderen Magister. Und jetzt können wir seinen Effekt aktivieren und dürfen uns eine Spell adden. Also man könnte jetzt theoretisch hier den Reaction adden, dann dürfen wir nochmal aus dem Deck specialen. Ich bin hier aber ein Fan davon, unsere Karten zu loopen. Nämlich würde ich jetzt empfehlen, unseren Reborn hier zu adden. Jetzt können wir nämlich einen richtigen schönen Loop machen. Wir aktivieren jetzt den Effekt von den guten Testpartner, shuffeln jetzt hier unseren guten Darius wieder ins Deck und dürfen jetzt aus dem Deck beschwören und wir beschwören jetzt mal hier unseren Augustus. Der Augustus würde jetzt triggern und specialt uns unsere gute Artorix. Und die würde jetzt triggern und dürfte uns jetzt irgendeinen anderen Namen auf den Grave senden. Das müsste jetzt irgendein Name vom Extra-Deck sein, der eine angenehme Stufe hat, damit wir das hier nutzen können. Ich denke, wir entscheiden uns hier mal für den guten. Und jetzt hat sie hier eben halt den Namen und die Stufe. Das heißt, wir können jetzt mit den beiden hier in unseren guten Editor gehen. Die wollen natürlich ins Deck reingemischt werden. Entschuldigung, ich bin nicht der beste Mann, was Dueling Book angeht. Und jetzt aktivieren wir seinen Effekt. Einmal pro Spielzug dürfen wir irgendein Gladiator Beast Monster hier aus unserem Extra Deck rauszaubern. Das heißt, wir holen uns unseren großen hier. So, und das, was wir jetzt machen, ist, wir möchten jetzt diese beiden Monster hier irgendwie weglinken, damit wir die Möglichkeit haben, das nächste Monster hier rauszuholen. Wir könnten jetzt in unser anderes Link 2 gehen, wir können jetzt wieder in ihn reingehen, wir können auch einen Versuchspanther Nummer 2 legen, wir können aber auch eine Little Knight bauen oder irgendwas. Ich gehe jetzt mal in unser generisches Monster hier rein, weil das relativ egal ist. Wichtig ist, dass wir jetzt unsere Spell aktivieren können, den guten hier wieder aus dem Grave rausholen können, dann wieder seinen Effekt aktivieren können, das nächste Monster hier rausholen können, zum Beispiel unseren Spell Trap Negate, dass wir alles haben. Und jetzt könnten wir, nachdem wir in eine weitere Linkbeschwörung gegangen sind, ich gehe jetzt hier einfach mal in Little Knight, um das zu demonstrieren, müssten wir exakt 5 Namen haben. Ja, müssten 5 Namen haben. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Namen.
Die dürfen wir jetzt wieder ins Extra Deck zurücklegen. Die packen wir wieder ins Main Deck rein. Extra Deck, Extra Deck und Extra Deck. Und dürfen jetzt hier unseren Big Babbo beschwören. So, meine Lieben. Und jetzt in der Endphase würde unsere Field Spell triggern und uns irgendeine Trap setzen. Ich würde empfehlen, immer den Way to Go. Also der Way to Go wäre aus meiner Perspektive, die Charge hier zu enden. Ich hoffe, ich habe hier keinen Fehler gemacht. Das wäre meine Basic-Kombo, die ich jetzt auf Anhieb so herausgefunden habe. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch auf Anhieb für Kombos ausgedacht habt, was möglich wäre mit dem Support. Ich bin ein Riesenfan von Gladiator Beast. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lese mir das alles durch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich bin damit raus und bis dann.